Hallo meine Lieben, heute basteln wir mal etwas und zwar für unsere Hunde. Ihr könnt es natürlich auch für Katzen basteln, ich weiß nur nicht, wie sie es annehmen. Hauskatzen werden es wohl eher annehmen. Es ist ein Denkspiel für die Tiere. Was ihr dafür braucht, ist Holz oder Holzscheite. Da könnt ihr alle Art von Resten benutzen. Ich habe auch Reste benutzt. Eine Holzstange, ich habe eine Gardinenstange, eine alte, benutzt. Und eine dicke Flasche. Ich habe eine Cola-Flasche dafür benutzt. Einen Holzbohrer, einen dicken, der so dick wie die Stange ist oder ein bisschen dicker, ist noch besser. Für die Holzflächen zu durchbohren. 4 Holzschrauben braucht ihr. Einen dünnen Holzbohrer zum Vorbohren der Holzschrauben. Ein Bleistift zum Markieren. Und ich habe noch Splinte geholt für die Stange hinten zu verdicken, damit die vom Hund nicht rausgezogen werden kann. Wie ihr alles zusammenbaut, seht ihr jetzt im Nachgang. Ich wünsche euch viel Spaß!
versuch. Ja, so, komm her. Thank you.
Ich bin froh, dass es wenigstens einmal hingekriegt hat. Durch Zufall. Jetzt holt's dir. Übrigens, der Part ist ungeschnitten hochgeladen, ne? Hm? Der Part hier wird ungeschnitten hochgeladen. Ohne Musik. Natürlich. Das mit allem, was gesagt wird. Auch mit dem, was du sagst. Ich weiß. Dann nicht mütig raus. Nicht piepsig raus. Nein. Da. Auto läuft. Hä? Läuft. Sag mal. Vorhin ging sie noch besser. Hauptsache Flasche zerkaut. Hat du fein gemacht. Na dann, gehen wir mal.